Zwischen Zilla und Flair spitzt sich die Lage zu, mitsamt zahlreichen Insta-Stories und Ansagen und sogar einem kleinen, sagen wir mal, fast Ausraster von Flair. Da dieser Beef eine wirklich ordentliche Vorgeschichte hat, gehen wir heute mal ein paar Jahre in die Vergangenheit, beleuchten die gemeinsame Zeit von Flair und Zilla, den dann folgenden Beef, dann eine Zeit lang Ruhe und kommen am Ende da an, wo wir heute stehen, nämlich wieder bei Beef. Das alles gibt's gleich, denn ich bin Mr. Rap, aber erst einmal eine kurze Minute Werbung. Leute, es gibt Situationen im Leben, da stellt man sich Fragen. Da hat man beim spontanen Breakdance-Battle auf dem Kindergeburtstag die Hüpfburg geschrottet und sich selbst ein paar Zähne rausgeschlagen und man fragt sich, habe ich eigentlich eine Haftpflichtversicherung und übernimmt meine Zahnzusatzversicherung auch meine Grills? Oder aber man hat mal wieder das Alpha-Mindset bis zum bitteren Ende geritten und sitzt jetzt mit Diagnose Burnout zu Hause. Habe ich eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Oder halt der Klassiker, da hat man sich für die Spritztour nach Amsterdam einen Porsche gemietet und den natürlich geschrottet. Was ist überhaupt Teilkasko und Vollkasko? Was habe ich? Wie arm macht mich der Spaß jetzt? Fragen über Fragen. Und die Antworten gibt's bei Clark. Denn Clark ist dein digitaler Versicherungsmanager und dabei anders als der ein oder andere Deutschrap-Manager sogar absolut seriös. In der kostenlosen App bekommst du persönliche und digitale Beratung in allen Versicherungsfragen, sei es beim Schadensfall, wenn du kündigen willst oder wenn du wissen möchtest, welche Versicherung du besser oder auch besser nicht haben solltest. Alles gibt's bei Clark und alles läuft dann auch über Clark. Das Beste ist, wenn du mit dem Code RAPSHOW deine bereits bestehenden Versicherungen in der App hochlädst, bekommst du einen 15-Euro-Gutschein pro Versicherung für einen Anbieter deiner Wahl, zum Beispiel Amazon, Adidas, Xbox. Maximal gibt es 45 Euro. Und 45 Euro bei Amazon, das heißt, die nächste Deutschrap Deluxe Box geht auf meinen Nacken. Ob sich der Inhalt lohnt, kann ich dir leider nicht versichern. Anders als Clark. Zilla und Flair haben eine lange gemeinsame Vergangenheit. Das erste Mal musikalisch ausführlich haben die beiden 2008 zusammengearbeitet, als sie den ersten Teil ihres Collabo-Albums Südberlin Maskulin rausbrachten. Zu dieser Zeit hatte Flair bereits sein eigenes Label Maskulin, während Zilla noch bei Orgis Label I Love Money unter Vertrag stand. 2009 dann gab Zilla bekannt, nicht mehr bei I Love Money Records zu sein, veröffentlichte dann aber noch das Album Zilla Instinct über Orgi, bevor dann öffentlich wurde, dass Zilla bei Flairs Label Maskulin eine neue Labelheimat gefunden hatte. Diese Labelzusammenarbeit von Zilla und Flair lief dann von September 2011 bis Ende 2014 und brachte unter anderem den dann zweiten Teil von Südberlin Maskulin ans Licht der Welt. Außerdem zogen Flair und Zilla auch Seite an Seite in den Beef mit Kollega und Farid Bang. Ende 2014 kam es dann aber zum Bruch zwischen den beiden Südberlin Maskulinern. Ab da wurde diese Trennung dann auch öffentlich ordentlich ausgeschlachtet. Der Grund für den folgenden Beef waren wohl wie so oft Unstimmigkeiten bezüglich der Zusammenarbeit oder zumindest dem Ende der Zusammenarbeit, denn beispielsweise ließ Flair Anfang 2015 den Trailer zu Zillas 100 Killer Bars sperren und gab später gegenüber rap.de bekannt, dass er dies gemacht habe, da Zilla ihm noch nicht die vertragliche Ablösesumme gezahlt habe. So habe Flair Zilla nämlich aus dem Maskulin-Vertrag rauslassen wollen, allerdings halt nur gegen Zahlung einer Ablöse. Zilla wiederum aber habe versucht, mittels Anwalt und einem angeblichen Vertragsbruch von Flair von Maskulin wegzukommen. Da die vertragliche Situation also offenbar noch nicht ganz geklärt war und Zilla dennoch bereits abseits von Maskulin Musik releasen wollte, hatte Flair den Trailer dann sperren lassen. Schlussendlich kam 100 Killer Bars dann aber Ende Februar 2015 auf dem YouTube-Kanal von Ganji raus. Auf diesem Track äußerte sich Zilla dann sogar noch eher positiv über Flair und sagte beispielsweise, Maskulin sei für ihn wie ein Bootcamp gewesen. In der folgenden Zeit aber wichen diese positiven Worte dann halt doch eher einem Beef. Und so wurde zwischen Flair und Zilla dann ab Ende 2014 ein Beef geführt, in welchem wirklich die gesamte Palette eines gepflegten Deutsch-Rap-Beefs ausgepackt wurde. Beispielsweise behauptete Flair mal, er sei von Zilla und Julian Zietlow angezeigt worden, was Zilla allerdings als Lüge betitelte. Zilla wiederum behauptete irgendwann im Laufe dieses Beefes einmal, er sei von Maskulin nie richtig ausgezahlt worden und Flair schulde ihm dementsprechend noch bis zu 100.000 Euro. Flair wiederum machte sich über angeblich niedrige Verkaufszahlen von Zilla abseits von Maskulin lustig und das wohl aufsehenserregendste Kapitel in diesem Beef wurde sogar schon Ende 2014 aufgeschlagen, denn hier hatte Flair ein wohl heimlich aufgezeichnetes Telefonat zwischen ihm und Zilla veröffentlicht, bei welchem Zilla augenscheinlich ziemlich besoffen war. Zilla wiederum reagierte damals mit einem Remix auf selbstironische Basis auf diesen Leak und interessanter Sidefact, damals Ende 2014 reagierte auch Sido auf Zillas selbstironischen Remix-Track und schrieb: Dicker, du bist der Beste.
Anyway, in den folgenden Jahren gab es dann eben Beef, welcher sich sogar so weit ausweitete, dass es irgendwann sogar zwischen dem Ex-Maskuliner Zilla und dem zu dieser Zeit noch bei Maskulin gesignten Jahlil zu Beef kam. 2017 dann aber kam irgendwann langsam Ruhe in den Beef und die gegenseitigen Worte übereinander wurden schon fast versöhnlich. Dann folgte eine längere Zeit der Funkstille, welche nur kurz 2019 noch einmal unterbrochen wurde, nachdem Zilla bei einem TV-Straßenzeit-Interview unter anderem sagte, zwischen ihm und Flair habe es eigentlich nie eine wirkliche Freundschaft gegeben, sondern lediglich eine Zweckbeziehung und Flair erwarte von seinen Signings ein Arbeitspensum, was dieser selbst aber gar nicht einhalten könne. Flair nannte Zilla in Reaktion darauf unter anderem einen Harzpsychologen. Dann war wieder eigentlich alles ruhig, bis jetzt, vor kurzem. Denn vor wenigen Wochen wurde Flair an einem Twitch-Livestream gefragt, welchen Künstler er denn gerne signen wollen würde und wie er diesen arbeiten würde, wenn es quasi keine Grenzen geben würde. In diesem Zusammenhang haute Flair dann raus, dass es allen seinen ehemaligen Signings bei Maskulin nie an Talent oder Aussehen gemangelt habe, sondern immer nur an dem richtigen Charakter. In diesem Zuge nannte Flair dann auch explizit den Namen Zilla. Zilla wiederum reagierte darauf mit einer Story aus dem Fitnessstudio, in welchem er sich ein klein wenig über diese Aussage von Flair lustig machte und seitdem ist das ganze Ding dann auch aber wieder sowas von on fire. Zahlreiche Instagram-Stories wurden seitdem hin und her gefeuert und auch auf Twitch ging Flair des Öfteren auf Zilla ein. Zum Beispiel in einem Stream, dessen Highlight als Video auf Wu's World hochgeladen wurde. Hier erzählt Flair, er habe Zilla damals von I Love Money, was damals nicht mehr als ein Name gewesen sei, zu sich, zu Maskulin und damit zu einem richtigen Label mit Struktur geholt. Zilla sei zu dieser Zeit nicht lebensfähig gewesen und Flair habe ihn damals schon zu seinem Glück zwingen müssen. Jetzt, 20 Jahre später, habe Zilla aber plötzlich ein bisschen Mut bekommen, weil er irgendwie einen Schuldigen brauche dafür, dass es bei ihm nie groß geworden sei und deshalb schieße er jetzt gegen Flair. Das alles seien für Flair Menschen, die seien nicht nur im Rap nicht erfolgreich, sondern einfach generell im Leben nicht erfolgreich. Die Leute würden einfach in den wichtigen Momenten nicht durchhalten und einknicken, aber im Endeffekt würden die alle das halt nicht tun. Auch ein Lars nicht. Dass jetzt 10 Jahre später ein Lars auf die Idee komme, Flair Dinge zu erzählen, bei denen er damals Kacke zu Lars gewesen sei, zeige es doch. Wenn man mit jemandem auf Freundschaftsbasis monatelang im Studio chille und sich aber insgeheim über Dinge abfacke, das aber nie anspreche, dann weggehe und Jahre später den aufgestauten Frust per Song oder eben Story raushaue, dann zeige es doch, das seien keine Männer. Die seien nicht in der Lage, ihm, Flair, in einer normalen Situation unter 4 Augen die Meinung zu sagen. Die bräuchten laut Flair eigentlich einen Therapeuten. Flair lädt dann aber in diesem Stream aber sowohl Lars als auch Zilla ein, mit ihm zu quatschen, ob jetzt privat am Telefon oder sogar on-stream im Discord. Dieses Angebot nahm Stand jetzt Zilla nicht an, veröffentlichte dafür aber eine Instagram-Story aus dem Urlaub auf einem Boot sitzend mit dem Text "Voll lame hier, würde lieber in Germany in dem kühlen Keller sitzen und streamen." Auf diese Instagram-Story wiederum reagierte dann auch wieder Flair, was man ebenfalls in einem Twitch-Highlight-Video auf Wu's World sehen kann. Titel Zilla vs. Flair, Zitat, lass mich nicht anfangen und im Thumbnail das Flair-Zitat, der Typ war mein Pommesholer. Hier sagt Flair, Zilla sei jetzt auf seinem Malle-Urlaub, aber so wie Flair arbeiten würde, würde Zilla gerne Urlaub machen und Flair würde auch nicht in irgendeinem Keller sitzen, sondern in einer 1,7 Millionen Euro-Villa. Zilla wiederum habe jetzt wohl 3 Jahre lang auf diesen einen Urlaub gespart und so fragt Flair, warum Zilla jetzt diese Baller-Scheiße mit ihm mache. Wieso fange Zilla wieder diese Mr. und Mrs. Zilla-Filme an? Zilla habe in der Öffentlichkeit immer punkten können, weil er der Sympathische und Flair der Cholerische gewesen sei und so solle Zilla doch jetzt nicht diese Star-Filme machen. Flair selber sei auf Orten dieser Welt gewesen, die kenne Zilla nur von Google, mache mehr Geld mit einem Twitch-Stream als Zilla mit einem Album und sei vor 2 Tagen in München gewesen, wo sein Frühstück mehr gekostet habe als Zillas ganzer Urlaub. Deshalb solle Zilla hier jetzt nicht auf Globetrotter machen, denn er habe noch nie irgendetwas gesehen, habe keine Bildung und keine Kultur, sondern lebe seit 20 Jahren in denselben 4 Straßen. Weiter sagt Flair, er sei doch früher der Arbeitgeber von Zilla gewesen und weder vor noch nach Maskulin habe Zilla je Geld gemacht. Lediglich bei Maskulin habe Zilla etwas verdient, aber sich da dann noch beschwert, dass das nicht genug Geld gewesen sei, genau wie diese ganzen anderen Eierköpfe. Zilla solle froh sein, dass er seine McFit-Beiträge zahlen können und mit dem Stichwort McFit geht Flair dann auch ein klein wenig auf das Aussehen von Zilla ein und sagt, Zilla sei crazy cringe und solle keine Oberkörper-Freibilder machen, denn er sei eigentlich ein Fettsack. In den letzten 3 Jahren sei Flair niemals so fett gewesen wie Zilla, aber habe sich trotzdem nicht getraut, Oberkörper-Freibilder zu machen.
Im weiteren Verlauf redet sich Flair dann auch, sagen wir mal, einigermaßen in Rage und sagt unter anderem, Zilla solle ihn quasi nicht dazu bringen, dass Flair anfange, über Zillas Leben zu reden. Zilla sei ein kleiner Frechdachs, ein mieser Penner oder auch Flairs ehemaliger Pommesholer. Auch sagt Flair, das letzte Mal, als er vor Zillas Haustür gestanden habe, habe Zilla Telefonate geführt und Zilla solle nur abwarten, wenn Flair ihn in die Finger kriege. Alles in allem ist dieser Twitch-Stream wohl ein, sagen wir mal, recht entzürnter gewesen, zumindest in Bezug auf Zilla. Zilla wiederum reagierte gestern im Rahmen einer Instagram-Fragerunde auf Flair, allerdings weniger entzürnt als weiterhin eher auf diese sich lustig machen Schiene. So wurde er beispielsweise gefragt, wer stärker sei, er oder Flair, und antwortete mit Frank White, der unbesiegbare King und Nummer 1 natürlich. Oder auf die Frage, sucht Flair Aufmerksamkeit bei dir oder was will der Clown, antwortete Zilla, wie immer auf der Suche nach Liebe, meine starken Arme stehen für eine Umarmung immer offen. Herz. Etwas ernster gemeint wurde es wohl bei der Frage, ob es jemals wieder ein Feature mit Flair geben würde, denn hier sagte Zilla, nicht für 8 Fantastilliarden. Und dann doch wieder auf ironische Basis antwortete Zilla auf die Frage nach dem Buch, was ihn am meisten inspiriert habe, denn hier sagte Zilla, das sei im Bus ganz hinten gewesen, also die Biografie von Flair. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mal sagen, von diesem Beef werden wir in den nächsten Tagen noch mehr zu hören bekommen. Vielleicht flammt es ja auch zwischen Flair und Lars noch einmal hoch, denn Lars wurde jetzt auch wieder von Flair erwähnt und selbst postete Lars vor kurzem ein Bild von Rührei mit Trüffeln und schrieb dazu, wie viel Trüffel man auf die Eier macht, was wohl weitergehen soll mit Flair hat es mir beigebracht. Es bleibt also weiterhin spannend, doch bis dahin schreibt ihr mir bitte einfach irgendwas in die Kommentare. Ich bedanke mich bei allen Supportern, denn das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Tschüss. Salam alaikum, Abi.